Hallo zusammen, hier ist der Peter und der Peter und Paul. Die erste Frage wäre, welche Musiker benutzen diesen Amp? Ich sehe den Amp in so Bluesclubs, Countryclubs, Rockclubs, eher diese traditional Musikrichtungen, traditional Spieler, Chicken Picker. Okay. Und, also denkst du an Nashville? Ja, da würde ich ihn gern mal hören, wenn da Andy Wood mal drüber spielt, dann geht da bestimmt gleich die Sonne auf. Es ist ein 45 Watt Amp mit zwei Endstufenröhren, KD 77. Die Anordnung hier sagt mir, es sind 2,5 Kanäle, also der dritte Kanal ist praktisch ein Boost vom zweiten. Eingebauter Hall, 2 Mastervolumenregler, Präsenz-Deep-Regler, alles MIDI abspeicherbar. Da würde ich sagen, stellen wir doch gleich mal vor, fangen einfach mal das Spielen an. Ja, das, wir sind jetzt bei Clean, ja, und mal die Strat. Zählen wir mal leicht an. Also ist durchaus schon, auch wenn man will, ein Crunch. Ja, den kann man komprimieren. Ja. Dann ist er nicht so dynamisch und springt ja nicht so an. Aber man kann total clean stellen, hast du gehört. Ja, ja. Ne? Lass ihn mal offen und ich mache mal irgendwie vielleicht den Hals-Pickup, wie das funktioniert. Ja, ist cool. Also geht auch als Crunch-Kanal durch. Was wir noch in dem Amp drin haben, ist ein eingebauter Hall. Wenn wir den mal ausprobieren wollen. In der Regel wird man natürlich etwas weniger nehmen. Ich habe ihn bloß mal aufgedreht zum Hören. In der Regel nimmt man vielleicht den Anteil. Ja, gut, aber im Studio, wenn man jetzt wirklich so schimmerisch Sounds will, irgendwo mit viel Nachhall, große, ist schon beeindruckend. Also ist auch vorteilhaft, dass der Reverb quasi aufgesplittet werden kann, dass man den zum Beispiel jetzt in den anderen Kanälen mit weniger Intensität einregeln kann. Also der wird quasi pro Kanal haben wir einen Klangregler. Ja. Cool. Kanal 2 und Kanal 3 teilen sich in eine Klangregelung. Ne? Machen wir erstmal den Kanal 2. Cool, der trägt also schon gut, obwohl er eigentlich noch gar nicht viel. Wir können mal Dampf machen. Jetzt sind wir gainmäßig, aber trotzdem erst 12 Uhr.
Also wir sind eigentlich schon jetzt... Ja, der Genregler hat einen ziemlich großen Umfang. Cool, ja. Also ich dreh mal auf 3 Uhr vielleicht. Wäre jetzt mit Hamburger schon in die Richtung Rockabteilung. Können wir mal probieren, Peter? Was ich auch cool finde, man hört immer die Obertöne schön sauber, ohne dieses Gezerre. Also die klingen fast, wie wenn sie clean wären. Gell? Da stört nichts oben. Auch wie er ausschwingt, ist super. Also hängt super gut gelöst. Am Gas, der Regler. Ja. Und es reißt nichts ab. Mhm. Das ist ja immer das große Problem bei großen Gain-Ressourcen, wenn man ausklingen lässt, dass der quasi nahtlos in einen Clean-Sound übergeht und nicht abreißt. Mhm. Das macht der Amp fantastisch. Hat er gut hinbekommen, der Pit. Okay, gehen wir mal zu 3 über. Und jetzt gehen wir mal, das ist auch wieder eher für solistische... Ja, mit tragendem Ton wieder, mit Untermitten gefüttert, dass der okay, Boden ja. Jetzt bist du auf 9 Uhr quasi. Mhm. Also wäre eigentlich auch ein Rhythmuskanal, ja. Wenn man so will, wenn man es braucht. Ja. Schön, ja. Sollen wir mal vielleicht die Tele mal nehmen? Ja. Für ein bisschen Picking. Chicken picken. Gehen wir doch mal zurück auf den Kanal 2. Kanal 2. Mit wenig oder mit viel wenig Saft? Gell, ja, mal so 11 Uhr vielleicht. Und dann macht riesen Spaß zu spielen mit Tele auch. Mhm. Ja. Mal gucken, was der Hals-Pickup macht. Auch die Mittelstellung ist einfach inspiriert, das Teil inspiriert richtig, wenn man mal so. Sagen wir mal, die Paul Smith ist, glaube ich, auch eine mit P90 für die vielen, vielen Paul Smith-Spieler. Da ist auch wieder Nix Gitarre Nummer 2. Musik.
Reagiert auch super auf die Dynamik mit dem P90. Ein bisschen der Brummen haben wir jetzt drin, ne? Ja, ist klar, neben dem Trafo. Aber du bist auch P90-Fan eher, ja, gell? Ja, ich muss erst eine haben mit P90, aber macht Spaß. Also man hat auch so für tragende Töne hat man immer noch genug Headroom, obwohl es jetzt eigentlich eher so Vintage-mäßig ist. Man könnte aber auch durchaus so richtig geil ablicken. Trotzdem sehr vielseitig. Hat jetzt natürlich von der Dynamik her doch die kleine Endstufe jetzt für diese, für sie. Ich kann ja mal Drop C machen. Es kommt immer noch genug an, ja, vom Druck her, oder? Ist eigentlich schon auch die Diesel-Gain-Struktur. So, ja, bloß einfach ein bisschen verschoben in der Koloratur. Und kann aber also vom Schallkonzept. Ist MIDI-fähig. Wir haben unseren XLR-Anschluss auch für MIDI. Ja. Wir haben ja hier noch, den muss ich mal zeigen. Wer nur schalten will, also die 7 Funktionen schalten will, haben wir hier eine Leiste. Die wird einfach bloß per Mono-Klinkenkabel hinten an den Amp angesteckt. Ja. Wir haben eine Röhrensicherung drin, wir haben 2 Loops, die sind alle 2 schaltbar, 5 Lautsprecherbuchsen. Ich hole mir so ein Teil, auf jeden Fall. Momentan bekomme ich keins, weil sobald einer fertig ist, wird es abgenommen. Wird es mal abgenommen, weil es verkauft ist. Aber ich freue mich drauf, wenn ich meinen habe und mal in der Band auch ausprobieren kann, weil es einfach ein sehr musikalisches Musikinstrument ist. Meinen Respekt für die Entwicklung. Das ist richtig cool, richtig cooles Teil. Danke. Gehört neben allen anderen zu meinen Lieblingsdienst. Aber du warst lange skeptisch. Ich war sehr skeptisch, weil Glas A war eigentlich so die Vorgabe, ist es aber eigentlich nicht. Wir hatten mal eine Glas A. Er ist schon ein heißer Glas A B-Amp, aber man könnte ihn theoretisch noch auf Glas A drehen. Das wäre möglich, intern, also mit dem Bias. Also auch aber praktisch. So eben gerade so ein heißer Glas ABM ist das, was mich am besten gefällt. Ja. Es bleibt nur ein bisschen Dynamik übrig. Du hast so dieses Bumpen im Bass, ist nicht ganz so stark. Ja. Also so an der Grenze zu A ist mein Ja, Gefühl. Ja, okay. Aber man könnte jetzt als Glas A-Fetischist, könnte man ein bisschen hochdrehen, dass man so in die Richtung kommt. Genau, dann das würde bedeuten, der wird etwas undefinierter im Bass, geht in die Knie, ja, quasi, wenn es mehr komprimieren. Ja, genau. Weil es gibt ja auch so Stilrichtungen, Stoner Rock oder ja. die wollen ja diese Kompression. Das wäre theoretisch möglich, ja. Ist aber eigentlich nicht meine Welt. Diese deine Einstellung, Welt, ja. Der Mittelwert, das ist so, ja. Wie ich ihn mag. Also, weil wir hatten ja den Glas A, den Schmidt. Das bisschen, ja, das 1%, was man vielleicht verliert, ich könnte nicht mal definieren, was man verliert, das holst man eigentlich doppelt raus jetzt, weil der zweite und dritte Kanal einfach für jemand, der Glas A, B gewohnt ist, hat er diese gewünschte Straffheit, wobei das natürlich auf den Spieler ankommt. Ja, wenn einer Glas A spielt die ganze Zeit, der wird sich auf dem Glas A mit Sicherheit besser bewegen können, als jemand, der einfach aus der Glas A, B-Ecke kommt. Ja. Also immer wertfrei eigentlich. Aber wie gesagt, ich denke, es ist ein guter Mittelweg. Super Teil. Wo können wir uns erreichen? Wie immer unter www.dieselamplification.com und da würde es uns freuen, wenn ihr mal vorbeiguckt, auch mal unsere anderen Produkte abcheckt. Vielleicht ist ja was dabei. Die Vielfalt ist groß und wir bedanken uns fürs Zuschauen. Dankeschön. Und für euer Interesse und tschüss dann, bis zum nächsten Mal. Ah, willst du uns noch was spielen, Peter? Ja, gerne. Wir sind wieder bei Clean, ja, und du kannst gleich mal den Hall noch ein bisschen. Ja, ich bin total begeistert. Thank you.
Danke, danke, danke.